Wie sollen CDU und CSU künftig mit der AfD umgehen? Das ist ein Riesenthema, wird überall diskutiert, in den Medien, aber natürlich auch in den Parteien und vor allem in der Union, in der CDU und CSU. Ist die Brandmauer überhaupt sinnvoll bzw. auf Dauer zu halten, Jochen Falke? Ich finde, es ist nicht die Aufgabe von Parteien, mit anderen Parteien umzugehen, bevor man sich seiner selbst nicht sicher ist. Und ich habe das Gefühl, ich war ja sehr, sehr lange in der Politik. Ich war 28 Jahre in Parlamenten. Ich habe das Gefühl, je weiter die Zeit fortschreitet, je weiter wir weg sind von der Gründungsphase vor 80 Jahren, vor 75 Jahren, desto diffuser wird das Bild, dass die Parteien von sich selbst abgeben und auch was sie von sich selbst haben. Wo hört man denn schon mal eine klare Meinung? Wenn Sie einen Politiker fragen heute zu einem bestimmten Thema, dann wird es sehr selten ein klares Ja oder ein klares Nein geben. Er wird sich im Zweifelsfalle versuchen, rückzuversichern bei seiner Parteiführung bzw. bei seiner Fraktionsführung. Und das ist etwas, was mir zutiefst zuwider ist. Ich habe unabhängig von meiner Parteizugehörigkeit immer versucht, meine Meinung nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu äußern. Klare Kante nennt man sowas. Und ich glaube, da komme ich zu einem Punkt, den wir bisher nicht angesprochen haben. Warum hat die AfD so Erfolg? Die AfD ist in ihren Antworten klar, auch wenn uns die Antworten nicht gefallen. Die hat einfache Antworten auf komplizierte Fragestellungen. Und das gefällt den Menschen. So ist zwar das Leben nicht und so ist die Politik im Grunde genommen nicht praktikabel, aber die AfD sagt den Menschen, das ist gut und das ist böse. Das sagen in der CDU oder SPD oder FDP sehr selten die Menschen.